Willkommen, meine lieben Freunde, zum Teambuilding-Video für den zweiten Spieltag der sechsten Season der German Pokémon League, kurz GPL. Es geht ran gegen das Team Pokebassis, geleitet vom lieben Pokebazi. Und Leute, dieser Kampf wird einfach nur schwer, weil das Matchup ist wirklich extrem schlecht. Ich habe super viel Angst vor seinem Team, weil er hat so viele Threads und das Matchup, ja, war einfach sehr, sehr schwer zu gestalten, beziehungsweise das Teambuilding. Mal gucken, was ich hier so gebaut habe, aber zuallererst schauen wir uns natürlich das Team vom lieben Bazi an. Und zwar sehen wir auf seiner Seite ein Kalagami, Mega Altaria, Anego, ein Grabbit sowie Milotic, Shaymin, Quaiutsu, Miltank, Lavados, Rotom und Galagladi. Die Sache ist, dass er drei Pokémon hat, die mich komplett zerstören. Er hat Gravit, da hat man sowieso nicht wirklich viele Switch-ins für und ich habe die halt erst recht nicht. Dann hat er Lavados. In Lavados habe ich auch so ziemlich gar keinen Switch-in, weil mein Flug-Switch-in ist Bronzong, aber der hat auch rein zufällig den Feuertypus und das ist ein bisschen problematisch, weil Feuerattacken sind sowieso schon so problematisch für mein Team. Ich meine, ich habe sowas wie Manaphy und so weiter, aber es ist halt alles nicht so gut und ich habe da nicht wirklich den besten Switch-in für. Und zu guter Letzt noch Galagladi, der zerstört mich auch komplett, weil der mit der Coverage halt so ziemlich alles in meinem Team trifft und ja, das ist gar nicht mal so cool. Das heißt, eigentlich habe ich in drei Pokémon keinen wirklich guten Switch-In. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Die Sache ist, ich habe auch Pokémon, die gegen sein Team gut sind. So ist es nicht. Trotzdem ist es wirklich nicht einfach hier. Und mal sehen, wie ich mich mit meinem Team hier schlagen kann. Ja, was predikte ich denn aus seinem Team? Ich predikte auf jeden Fall, wie gesagt, Grabbit, Lavados und Galagladi. Und die letzten drei Slots sind relativ frei. Also ich bin mir sehr sicher, dass er Milotic mitnimmt. Das ist klar. Und dann hat er zwei Pokémon, die er, ja, frei wählen kann. Er könnte sowas wie Miltank mitnehmen, Kalagami, Mega Altaria könnte er mitnehmen, wobei es jetzt auch nicht so gut gegen mich ist, aber trotzdem muss ich mich darauf vorbereiten, weil es Mega Altaria ist. Anego könnte er mitnehmen und Quaiutsu und Shaymin könnte er auch mitnehmen, auch wenn die jetzt nicht super krass gegen mich sind, aber er kann sie halt trotzdem mitnehmen. Schlecht sind sie jetzt auch nicht. Und Rotom wäre auch eine Option, aber wahrscheinlich eher nicht. Das ist wahrscheinlich noch das Pokémon, was ich am ehesten ausschließen könnte. Aber ich würde sagen, wir können auch direkt mal auf mein Team eingehen. Was habe ich denn heute mit an den Start gebracht? Beziehungsweise, was habe ich hier gebaut? Und zwar sehen wir hier zum einen Skorgro mit der Anti-Eisbeere, also der Kiroya-Beere, weil ich brauche einen Switch-In für dieses Galagladi. Und das ist leider Skorgro. Auch wenn es nicht das beste Mon ist, um in Galagladi zu wechseln, weil er sowohl Abschlag als auch Eisdieb haben kann. Aus diesem Grund habe ich gepaart mit der Anti-Eisbeere die Attacke Akrobatik. Denn sagen wir mal, Galagladi ist drin und er kann jetzt hier entweder Abschlag oder vielleicht sogar Eisdieb drücken, weil er meinen Skorgro predicted. Dann komme ich halt rein, die Anti-Eisbeere triggert, ich überlebe den Eisdieb, egal was für ein Set das ist. Und sagen wir mal, wenn er Abschlag drückt, dann verliere ich ja auch die Beere. Dadurch habe ich kein Item und die Attacke Akrobatik wird doppelt so stark. Und damit kann ich dann das Galagladi besiegen. Denn normalerweise ist Skorgro ja eher defensiver. Und er wird vielleicht nicht damit rechnen, dass ich so viel Internet habe, um Galagladi zu outspeeden. Dann wird er wahrscheinlich nochmal auf einen Angriff gehen und dann kann ich ihn mit Akrobatik besiegen. Wenn das klappt, dann ist schon mal ein Threat aus seinem Team weg. Und eigentlich ist Skorgro wirklich nur dafür da. Natürlich soll er auch noch ein bisschen Auflockern-Support bringen, was ganz praktisch ist. Oder auch sowas wie Ruhrort einsetzen, weil sagen wir mal, ich wechsle in ein Pokémon rein, bekomme ein bisschen Schaden und muss mich halt wieder ein bisschen hochheilen. Dann, ja, brauche ich das auf jeden Fall, weil sagen wir mal, Galagladi kommt später rein und ich brauche jetzt eben einen Switch-In dafür, das wäre ja Skorgro, dann muss ich in der Range sein, wo ich einen Eisheap auch mit der Anti-Eisbeere überlebe, ne? Das ist sonst ein bisschen schwierig, deswegen ist Ruhrort halt eine wichtige Attacke. Und zu guter Letzt natürlich noch die Kehrtwende, um, ja, langsames Momentum zu gewinnen oder auch schnelles Momentum, also generell Momentum. Kann immer ganz praktisch sein, auch für mein Team, was ich heute mit am Start habe, weil da gibt es so ein Pokémon, was eigentlich ziemlich gut ist, aber das muss ich halt auch erstmal reinbekommen. Dann haben wir als nächstes das Investment und zwar haben hier 124 in der Initiative, denn so viel Init wird auf Galagladi nicht spielen. Er kann natürlich ein Full-Speed-Set spielen, aber es lohnt sich halt nicht gegen mich, weil er wird wahrscheinlich Speed creepen, er wird vielleicht sogar ein hartes Wesen spielen und ein bisschen was in die KP-Werte investieren und so weiter und so fort. Und das kann ich halt ausnutzen, indem ich mit 124 Initiative seinen Speed-Creep Speed-Creepe. Und wenn das klappt, dann bin ich schneller als sein Galagladi. Das wäre sehr wichtig. Und deswegen hoffen wir mal, dass das klappt. Ich kann aber auch jetzt nicht voll in die Initiative gehen, um safe ein Galagladi zu outspeeden, was halt Full Speed spielt.
weil ich brauche einfach diese Defensivwerte. Ich brauche 140 in der physischen Verteidigung mit einem physisch-defensiven Wesen und 244 in den KP, um einfach ein bisschen was von diesem Galagladi zu tanken. Weil wenn er irgendwie ein Wahlband oder Leben-Obset ist, dann macht er ordentlichen Schaden. Selbst auch mit der Anti-Eisbeere, das ist halt trotzdem ein bisschen kritisch. Deswegen ist das defensive Investment hier wichtig. Und mal schauen, ob es klappt, denn ja, Skorgo ist eigentlich, wie gesagt, nur dafür da. Und das ist ein bisschen problematisch, dass ich ein Pokémon wirklich nur für ein anderes Pokémon auslegen muss und das noch nicht mal zu 100% klappen wird. Also mal gucken. Also wie gesagt, das Matchup ist diesmal echt schwer. Ich muss einiges im Kampf entscheiden. Im Teambuilding habe ich natürlich versucht, auch einige coole Sachen einzubauen, aber dadurch allein werde ich nicht gewinnen, sagen wir es mal so. Dann als nächstes haben wir hier ein Zeraora mit dem Wahlband-Item. Weil Zeraora ist echt stark gegen sein Team. Er hat da nicht wirklich den besten Switch-In für. Ich habe natürlich hier die Plasma-Fäuste, ist natürlich mein stärkster Step und macht extrem viel Schaden gegen die meisten Pokémon. Ist natürlich auch wichtig für dieses Milotic, weil Milotic ist immer ein kleines Problem. Dann habe ich natürlich noch den Eisenschweif, weil wenn er Mega-Altaria mitnehmen sollte, will ich es treffen. Weil sonst treffe ich Mega-Altaria einfach nicht und das wäre ein bisschen blöd. Deswegen habe ich hier den Eisenschweif drauf. Dann natürlich noch den Feuerschlag für sowas wie Katagami oder auch für sowas wie Shaman. Und zu guter Letzt noch den Abschlag. Abschlag ist natürlich immer praktisch, kann auch hier gut sein. Vor allem, wenn er dann doch Rotom mitnehmen sollte, dann habe ich etwas, um Rotom gut zu treffen. Feuerschlag würde auch guten Schaden machen. Im Abschlag natürlich nochmal mehr. Und Items abschlagen ist sowieso immer eine nice Sache. Und dann kommen wir natürlich zum Investment. Ich habe hier so viel Initiative mit 236, um ein Fullspeed Quajutsu zu outspeeden. Und dann natürlich das Ganze in Angriff investiert, den Rest mit 252 mit einem harten Wesen. Weil, ja, damit mache ich natürlich mehr Schaden. Ich kann mir das eben gegen sein Team erlauben. Und dann den Rest halt in 12, also 12 in die KP, dann 4 in die Verteidigung, 4 in die Spezialverteidigung. Nichts Besonderes dort auf dieser Seite. Auch hier natürlich wieder eine ungerade KP-Anzahl, auch wenn das auf Zeraora nicht so wichtig ist. Naja, so viel eigentlich auch zu dem zweiten Pokémon. Eines meiner besten offensiven Pokémon gegen sein Team. Und mal schauen, was es machen wird. Als nächstes haben wir Mega Bisaflor. Mega Bisaflor ist ein sehr wichtiges Pokémon gegen ihn, weil es extrem viel checkt. Es checkt sowas wie Kalagami, es checkt sowas wie Mega Altaria, Anego in der Theorie, wobei da natürlich auch wieder Psychokinese drauf sein kann. Kalagami kann ja auch Psychoklinge haben, wobei hat Anego über Psychokinese? Ja, also Psychoschock, soweit ich weiß auf jeden Fall. Es müsste auch Psychokinese haben. Ja, dann natürlich sowas wie Milotic wird gecheckt, wobei ich da vor dem Spiegelcape aufpassen muss. Shaman wird gecheckt, zwei Psychokinesen kann ich mit diesem Investment tanken, das kann ich jetzt schon mal sagen. Quajutsu wird gecheckt, Miltank wird gecheckt. Und Rotom wird natürlich auch gecheckt. Also, Mega Bisaflor ist halt einfach ein Switch-In für viele Pokémon. Und ich habe natürlich hier folgendes Moveset, und zwar einmal die Matschbombe als bestes Step gegen sein Team, weil ich möchte natürlich, ja, sowas wie Shaman ganz gut treffen, ich möchte sowas wie Mega Altaria ganz gut treffen und so weiter und so fort. Deswegen ist Matschbombe hier auf jeden Fall sehr wichtig. Die Synthese, um mich hochzuheilen, Gigasauger kann praktisch sein gegen Milotic, wobei ich da auch wieder, wie gesagt, vor Spiegelcape aufpassen muss. Aber auch gegen sowas wie Grabbit kann das sehr, sehr gut sein, weil ich tanke auch einen Hit von Grabbit, selbst wenn es gewahlbandet ist, womit ich eigentlich auch rechne. Und dann kann ich mit Gigasauger nice Schaden machen und mich auch schön gegenheilen. Und natürlich noch die Kraftreserve Feuer, weil ich es einfach gegen Katagami brauche. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob er Katagami wirklich mitnehmen wird, aber er kann es sehr gut gegen mich mitnehmen. Und deswegen brauche ich einfach nochmal so eine Backup-Option mit Kraftreserve Feuer. Dann kommen wir zum Investment. Ich bin hier voll in die KP investiert. Dann 140 in die Spezialverteidigung mit einem stillen Wesen. Das ist dafür da, um einen Shaman zu checken, weil sonst kann er mich mit Psychokinese Tuit KO'en. Das will ich halt nicht. Ich gehe eigentlich nicht unbedingt davon aus, dass der Shaman so unbedingt gegen mich mitnehmen möchte. Aber trotzdem muss ich dafür mich vorbereiten. Und ich habe zwar auch andere Pokémon, die ich in der Theorie in Shaman reinwechseln kann, aber ich will die nicht anchippen lassen. Denn die sind für andere Pokémon da, wozu wir gleich auch noch kommen werden. Und dann habe ich noch 108 in die physische Verteidigung gepackt, einfach um sowas wie Katagami ganz gut zu tanken. Ich sollte zwei Psychoklingen von einem Wahlschall-Set überleben, was auch praktisch ist. Und dann halt den Rest in Init und Spezialangriff, also 4 in Init, 4 in Spezialangriff, weil vielleicht will er mich ja Speed Creepen oder so. Kann ganz praktisch sein. Und natürlich auf Level 100 werden die DVs nochmal durch den Kronkorken angepasst. Also, ja, das wird noch im Nachhinein dann passieren. Als nächstes haben wir dann Haku, das Kyurem. Diesmal auch mit einem Namen am Start. Und zwar Wahlschall Kyurem. Ich habe hier lange überlegt, Wahlglas wäre gegen ihn auch gut gewesen. Aber Wahlschall Kyurem ist echt nice gegen ihn. Weil
Es outspeedet halt alles, bis auf natürlich andere Wildschar-Nutzer. Es ist schneller als ein Mega-Altaria, was eben schon auf plus 1 Speed ist, durch einen Drachentanz. Und ja, deswegen kann Wildschar Kyurem hier echt viel Arbeit leisten. Mit den Attacken Eisstrahl, Draco und Erdkräfte treffe ich alles neutral oder sehr effektiv aus diesem Team, was natürlich sehr nice ist. Und dann habe ich noch das Toxin für dieses Milotic, weil Milotic kann nervig werden. Ich kann Draco dagegen drücken, der macht sehr viel Schaden, der Draco, also super, super viel Schaden. Aber je nachdem, wie er investiert ist, kann ich ihn nicht mit einem zweiten Draco besiegen. Kommt halt ein bisschen drauf an. Wenn er aber vorher Chip gefressen hat oder die Tarnsteine liegen, dann könnte ich ihn in der Theorie auch Tuit KO'en. Und dann haben wir natürlich noch das Toxin eben dafür, also für diese Situation. Weil, sagen wir mal, Milotic ist bei vollem KP, dann kann ich eben Toxin auf den Switch-In drücken, sodass ich halt eine freie Runde gewinne. Weil meistens muss er dann, ja, entweder vielleicht sogar Refresh drücken, was er im Set hat. Oder er wechselt vielleicht so raus oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da genau machen wird, aber in jedem Fall habe ich dann eine freie Runde und dann kann ich irgendwas wie Zera Aura reinwechseln, was auch ganz praktisch ist. Naja, und dann zum Investment. Wir haben so viel Initiative, um ein, ja, Fullspeed-Wahlschal Galagladi natürlich zu outspeeden, beziehungsweise halt vor allem dieses Mega-Altaria auch auf plus 1. Das kann auch ganz praktisch sein. Dann haben wir natürlich volles Spezialangriffsinvestment mit einem mäßigen Wesen. Damit machen wir einfach super nice Schaden. 4 in die KP für die ungerade KP-Anzahl und dann einfach 4 in Spezialverteidigung und Verteidigung, weil das halt übrig geblieben ist. Als nächstes dann das vierte Pokémon, Bronzong. Bronzong ist ebenfalls ein Pokémon, was eigentlich für ein einziges Pokémon wirklich nur da ist. Und zwar Grabbit. Also, Bronzong kann eigentlich relativ viel checken, muss man dazu sagen, aus seinem Team. Aber ich darf es eigentlich wirklich nur für Grabbit benutzen. Weil Grabbit macht mit dem Wahlband super viel Schaden. Der kann sowas wie Feuerschlag einsetzen, der kann aber auch sowas wie Abschlag einsetzen. Ich habe mich trotzdem für die Quarkobeere am Ende des Tages entschieden, weil er relativ viel Feuer-Coverage in seinem Team hat. Und ich kann dann im Fall der Fälle auch sowas wie, einen Feuersturm von Lavados überleben oder so. Wenn Lavados doch mal ganz gefährlich sein sollte, dann habe ich ja auch in Kombination mit dem Steinhagel eine Möglichkeit, ihn dann zu besiegen bzw. hart anzuchippen. Deswegen habe ich ja die Quarkobeere gewählt und einen Abschlag sollte ich in der Theorie auch überleben, selbst von einem Wahlband-Set. Aber wie gesagt, da darf ich vorher keinen Chip fressen. Das heißt, darauf muss ich stark aufpassen, weil Grabbit ist ein Problem für mein Team. Ich kann es natürlich revengen, aber ich will da nicht wirklich viel reinwechseln. Naja, und dann haben wir natürlich neben dem Steinhagel noch den Ramboss, einfach als bester Step gegen ihn. Macht auch mehr Schaden als Gyroball gegen sein Team, also gegen die meisten Pokémon, deswegen ist Ramboss hier der Play. Dann natürlich noch die Tarnsteine, weil die sehr praktisch gegen ihn sind, vor allem für sowas wie Lavados, aber ich will auch sowas wie Milotic anchippen und alle anderen Pokémon halt eigentlich auch. Und vielleicht auch ein Fokusword von sowas wie Anego brechen. Und zu guter Letzt natürlich noch das Toxin, weil ich möchte bestimmte Matchups eben nicht komplett verlieren. Sagen wir mal sowas wie Miltank oder so, da kann ich halt Toxin gegen drücken, was auch nice ist, oder auch gegen viele andere Pokémon kann ich einfach Toxin drücken und deswegen habe ich hier das Toxin im Set. Dann haben wir hier folgendes Investment, komplett KP investiert, komplett in die physische Verteidigung mit einem physisch-defensiven Wesen und 4 in die Spezialverteidigung, was dann übrig geblieben ist, also ein total physisch-defensives Hell Jordan, also Bronzong, damit ich diesen Grabbit-Check habe, weil Grabbit ist nervig. Der ist echt nervig. Und ich habe damit noch nicht mal den besten Check überhaupt, weil, wie gesagt, Grabbit-Abschlag, ich kann da nicht wirklich gut reinwechseln. Aber hey, das ist halt so die Sache. Einen Abschlag kann ich immerhin in Mega Bizarre Floor wechseln. Das heißt, wenn er gewahlbandet ist, habe ich da immerhin so eine kleine Option dafür. Als letztes haben wir dann Manaphy. Die Sache ist, Lavados ist ein Threat. Darüber haben wir bereits geredet, oder? Ja, was ist mein Switch-In dafür? Eigentlich nur Manaphy. Das Problem ist irgendwie so ein Wahlglas-Set mit Orkan, der macht auch guten Schaden gegen Manaphy, wenn ich es nicht defensiv investiere. Und die Sache ist halt, dass ich aufpassen muss, dass er eben Orkan spielt. Also darauf aufpassen muss, ob er es spielt. Weil Barzi spielt normalerweise nicht sowas wie Orkan, er spielt auch keine Steinkanten gerne, deswegen würde er halt eher sowas wie Luftschnitt spielen. Aber Barzi kann am Ende des Tages trotzdem Orkan spielen und darauf muss ich mich vorbereiten. Deswegen kann ich jetzt nicht darauf hoffen, oh, der Barzi spielt sowieso Luftschnitt, sondern ich muss trotzdem gegen einen Orkan Lavados preppen. Und dafür habe ich, wie gesagt, keinen wirklichen Switch-In. Also die Kombination aus Orkan und Feuersturm ist halt problematisch. Deswegen habe ich hier offensivfest Manaphy dabei mit einem etwas weirden Investment. Ich habe am Anfang es so ausgelegt, speziell defensiv mit 76 und im stillen Wesen,
um eben in Lavados gut reinzukommen und auch drei Attacken zu überleben, also drei Orkan-Attacken. Aber wenn er irgendwie ein Wildglass-Set spielt, dann ist das doch ein bisschen problematisch. Und ich habe mich am Ende dann doch für die Offensivweste entschieden, weil ich Manaphy so ein bisschen als defensiven Pivot verwenden werde. Der soll hier keine Sweeper-Rolle einnehmen oder so. Der könnte das in der Theorie gegen das Team, aber auch nicht so gut. Also es wäre schon machbar, aber jetzt nicht so gut, beziehungsweise bekommt er jetzt nicht gegen so viel Setup, weswegen ich mich dafür entschieden habe, diese Pivot-Variante zu spielen, die eben gegen das Team extrem praktisch sein kann. Denn wir haben hier Siedewasser, Eisstrahl, Kehrtwende und Energieball. Siedewasser, Eisstrahl sind einfach, oder ist einfach eine gute Kombination gegen das Team, trifft relativ viel, relativ hart. Energieball ist natürlich noch dafür da, um sowas wie Milotic zu treffen, weil sonst hätten wir dafür nichts. Und Kehrtwende einfach für Momentum, einfach um diesen defensiven Pivot zu haben, weil ich komme halt in Lavados rein und normalerweise will Lavados da nicht drin bleiben. Und dann kann ich Kehrtwende drücken und bekomme Momentum und kann Druck aufbauen auf das gegnerische Team. Und so werde ich auch spielen müssen, das ist relativ klar. Ja, und dann natürlich nochmal das Investment. Bin natürlich voll in die KP investiert. Die Spezialdefensive habe ich ja schon erklärt. 92 in den Spezialangriff, weil die Sache ist, ich brauche nur 84 in der Initiative, um auf den gleichen Init-Wert wie Skorko zu kommen, weil dann outspeed ich sowas wie Grabbit oder eben sowas wie Galagladi, die ja wahrscheinlich Speed creepen wird, wie gesagt. Und dann kann ich halt den Rest einfach in Spezialangriff reinhauen, weil ich damit nochmal ein bisschen mehr Schaden mache, was gegen Milotic praktisch sein könnte, gegen Lavados und so weiter und so fort. Deswegen dieses etwas komische Investment. Und viel in der Verteidigung ist halt übrig geblieben. Ja, und das ist tatsächlich auch schon mein Team. Leute, das Matchup ist nicht einfach. Aber ich habe aus dem Team einiges rausgeholt, hoffentlich. Ich war kurz davor zu sagen, Alter, ich werfe alles über den Haufen und dann mache ich ein Hyper-Offense-Team gegen sein Team. Aber ich habe mich am Ende für diese Variante entschieden und ich glaube, es ist richtig. Mal schauen, wir werden es dann im Kampf sehen. Ich bin extrem angespannt und ich hoffe natürlich, dass ihr mich jetzt hier weiterhin unterstützen werdet und sagen werdet, einer der Friends, der wird das bestimmt holen, oder? Nach dem ersten Spieltag. Ja, vergesst den ersten Spieltag, Leute. Das ist der zweite. Wir vergessen den ersten. Was da passiert ist, ist nicht wichtig. Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Genau, schraubt sie rein, was ihr zu dem Team sagt und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal und ciao.